Ein Zug will einfahren auf Gleis 2. Dafür müssen die Ein- und Ausfahrwege gestellt werden. Also Weiche 1. Die rote LEDs, wenn die leuchten, kann die Hebel, die dazugehört, nicht umgelegt werden. Also es gibt keine rein mechanische Festlegung, nur elektronische. Die Fahrstraße A1 und 2 für einfahrende Züge darf jetzt nicht betätigt werden, weil nur die Weiche 1, die Einfahrweiche, umgelegt ist und nicht Weiche 5, die zu Durchrutschweg gehört. Also wenn wir 5 auch umlegen, wird die Fahrstraßenhebel freigeschaltet und können wir die Fahrstraße für A2 einstellen. Dadurch sind die anderen zwei Fahrwegen blockiert und auch die zwei Weichen dürfen nicht mehr umgelegt werden. Die Signalhebel darf noch nicht umgelegt werden, weil die Fahrstraße noch festgelegt werden soll. Ja, jetzt leuchtet das Licht. Die Fahrstraße ist festgelegt und das Signal darf gestellt werden. Jetzt warten wir mal die Einfahrt der Zug ab. Der Fahrdienstleiter soll auf dem Bahnsteig in diesem Bahnhof die Einfahrt der Zug abwarten und feststellen, dass komplett im Bahnhof eingetroffen ist. Jetzt darf auf dem Bahnsteig die Fahrstraßenauflösetaste betätigen. Das Licht brennt, also ist eingeschaltet. Ja, die Fahrstraße ist jetzt aufgelöst. Jetzt kann hineinlaufen, die Signalhebel zurücknehmen und dadurch wird auch die Fahrstraßenfestlegung wieder freigegeben. Also die Fahrstraßenfestlegung, das ist eine elektrische und natürlich gibt es eine mechanische Festlegung auch. Eine mechanische Abhängigkeit zwischen die Signalhebel und die Fahrstraßenhebel. So, jetzt ist alles wieder okay. Für das Umlaufen und Rangieren der Lok benutze ich jetzt mal die Rangierschlüssel, womit normaliter die Weichen, wie hier, die sind verschlossen. Die kann ich mit die Schlüssel anschließen und dann die Weiche betätigen. Erst für das Umlaufen der Lok nicht, wird nicht gebraucht. Weil die zwei Weichen ferngestellt sind, aber ich wollte das nur mal demonstrieren, dass hierdurch beide Fahrstraßen blockiert sind. Okay, das Umlaufen der Lok werde ich jetzt nicht sehen lassen. Natürlich werden dafür die Hebel umgestellt und wieder zurückgestellt. Für das Ausfahren der Zug soll auch eine Fahrstraße festgelegt werden. Die zwei Weichen stehen schon gut. Eigentlich ist nur einer benötigt. Wir stellen die nach Beerenbach auf Gleis 2. Dadurch werden die anderen zwei, die einfahrende Fahrstraße und auch die Rangierschlüssel für die Handweichen. Ortsbediente Weichen wird verschlossen. Und die Ausfahrweiche wird blockiert. Die Einfahrweiche
ja, der ist nicht im, in die Fahrstrasse aufgenommen, also der darf gestellt werden. Na gut. Jetzt können wir die Fahrstrasse festlegen. Ich muss das, die Beschilderung noch anpassen, dass es auch für die ausfahrende Fahrstrasse gültig ist. Ja, er ist festgelegt. Und jetzt können wir als Fahrdienstleiter der Zugführer die Abfahrt Zustimmung geben. Wir haben beobachtet, dass die Zug der Bahnhof ganz verlassen hat und dürfen jetzt die Fahrstrasse Auflösetaste betätigen. Dadurch wird die Fahrstrasse elektrisch freigeschaltet. Können wir het zurücknehmen und die Weichen wieder in die Grundstellung legen. Ich denke darüber nach, die Fahrstrassefestlegung für die ausfahrende Züge durch einen Gleiskontakt freischalten zu lassen. Aber ich bin mich darüber noch nicht ganz sicher. Okay, na, das war es.